Hans Beri, Fanslob, das ist etwas, was man hier nicht so kennt. Was erwartet einem auf so einer Piste? Also ein Fanslob, das ist der ultimative Pistenspass für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und der ist rund 730 Meter lang und beinhaltet ganz einen Haufen verschiedene Spasselemente. Also wenn er am Ende vom Tellerlift startet, dann kommen schon die ersten Wellen, dann kommt die erste Fotokamera, dann geht es in eine Steilwandkurve rein, dann geht es über Hügel rein, dann kommen Handshake, wo man da herschlagen kann, die Geräusche machen, dann kommt so wie ein Förderband, wo man drüber fahren kann, dann kommt der einzige Polizist in der Schweiz, die Geschwindigkeitsmessung macht auf der Skipiste. Und das ist hier bei uns bei der Bergbahn Hosas. Was für Vorbereitungen sind denn für die Fanslob nötig gewesen? Ja, die sind umfangreich gewesen. Vorbereiten hat man zuerst mal mit Strecke müssen. Man musste Geländbewegungen machen, also Erdbewegungen, Steine wegtun, dass man das überhaupt können bauen mit den nötigen Baubewilligungen natürlich. Und nachher sehr viel Schnee produzieren, um die Elemente eben auch darstellen. Ich habe seitdem viel von steilen Kurven und speziellen Hindernissen gehört. Gibt es da auch Gefahren auf der Piste, wo man darauf achten muss? Nein, das gibt es nicht, überhaupt nicht. Das ist schlichtweg unmöglich. Und zwar, weil einerseits ist das ein Gelände mit einer blauen Piste. Das ist also auch für einen Anfänger geeignet. Und andererseits ist über die Länge ist das auseinandergezogen. Und dann hat das natürlich eine gewisse Pistenbreite. Da kann man natürlich ein bisschen strenger in die Kurven hineinfahren oder ein bisschen weniger. Also da können die Skianfängerkinder mit 3-4 Jahren fahren, ohne jede Gefahr.